Genau, wir sind pünktlich. Guten Morgen. Einige hatten ja schon die Astron-Kanalisations-Sessions. Heute Morgen geht es mit André de Boer weiter. André war Abteilungsleiter für Anwendungsentwicklung. Genau, der wird das gleich noch sicherlich erzählen bei Hamburg Süd, der großen Hamburger Reederei. Da ist die Kammer, wo ich Kammer. Und wir heute erzählen über den Weg von der eher klassischen Struktur hin zu einer Produktorganisation. Also wir machen quasi gerade so eine Zeitreise zurück, weil gestern hatten wir mit Babak und Volker zwei Leute, die halt schon über Scrum-Teams und Scrum auf Scrum und so wie man das noch weiterentwickelt gesprochen hat, also schon ein bisschen weiter waren. André geht nochmal schon zurück und erzählt darüber, wie er denn den Weg zu einer Produktorganisation gegangen ist. Und mehr muss ich gar nicht So, sagen, weil ich es muss braucht kurz so eben viel einmal Zeit. reingrätschen. Also der Stream läuft schon mit dem Vortrag. Ich weiß nicht, wer von uns im Team da seine Screen teilen will und kann, aber die Geschichte läuft schon. Nein, ich soll nicht heute. Ach so, das hat uns aber komplett rausgeholt. So, jetzt, ich gebe einfach ab, glaube, alles von André. Im Anschluss wieder Fragen in das Big Das Corner, schreibt gern schon, wenn euch irgendwas kommt, was sagt, das würde ich gerne gleich nochmal nachhaken, gleich in den Chat, dann sammeln wir das schon und das geht direkt los. Ich freue mich, ich bin sehr neugierig und bin frei. Ja, vielen Dank. Die Kamera, ich glaube, wir sehen ja auch, wir sind ja auf neuen Wegen hier unterwegs und das ist ja eigentlich etwas, was ja, zunehmend der Fall ist. Ich möchte auch von meiner Geschichte erzählen, wie wir auf neuen Wegen unterwegs sind. Und es geht erstmal darum, der Titel ist mit Bildern, Prinzipien und Annahmen zur Produktorganisation. Ich erzähle so ein bisschen darüber, ja, was wir für Erfahrungen wir da gemacht haben. Zunächst einmal muss mal gucken, wo bin ich? Ja, genau. Nochmal ganz kurz meinen Namen. Die meisten, wenn sie mich zum ersten Mal meinen Namen sehen, André de Boer. Ausgeschrieben werde ich André de Boer, oder ja, ausgeschrieben. Zwar die Gör, aber die Form der Figur, deswegen hier so ein kleines Ursymbol. Lustigerweise, wenn jemand zu mir, wenn er mich zum ersten Mal sieht, die Gur sagt, dann bin ich eigentlich eher verwirrt, weil die wenigsten sagen es halt. Also von daher eine Geschichte letztendlich, die dazugehört. So, wer bin ich und was treibt mich? Nun, wenn ich mein Leben so in drei Abschnitten aufteilen würde, bin ich jetzt gerade am Anfang von Abschnitt 3. Mein erster Abschnitt war meine Kindheit und meine Ausbildung. Die habe ich in der Seehafenstadt Emden genossen. Ich bin Informatiker. Damals hat mir mein Vater C16 geschenkt und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Das war so damals so ein Personalcomputer. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe Informatik studiert und das hat dann auch mein Leben irgendwo geprägt. Der zweite Abschnitt, der ist hier, ich bin Wahlhamburger, bin hier nach Hamburg gekommen und bin hier dann nach dem Studium der Informatik dann in die Beratung gegangen für 10 Jahre und danach nochmal 10 Jahre zum Anwender. Und hier in dieser Präsentation oder diesem Vortrag wird es jetzt um diese 10 Jahre beim Anwender gehen, wobei dort der Schwerpunkt die letzten 4 Jahre sein wird. Das hier nochmal ganz kurz die Übersicht über das, was ich mehr oder weniger erzählt habe. Vielleicht nochmal zum dritten Abschnitt, der jetzt vor mir liegt. Ich habe Anfang des Jahres mich komplett umorganisiert, also mein Leben komplett auf etwas anderes fokussiert, beruflich. Und zwar ja, habe ich mich vom Angestellten-Dasein verabschiedet und bin jetzt als Selbstständiger unterwegs in einem komplett neuen Thema. Und dieses Thema, das beschäftigt mich schon seit Jahren und ich habe jetzt einfach die Chance genutzt, dieses Thema zu beackern. Es geht um Finanzen, es geht um finanzielles Wohlbefinden und das ist ein Thema, was mich jetzt hoffentlich die nächsten 20 Jahre beschäftigen wird. Das kurz zu mir. Die Herausforderung. Ich habe ja schon gesagt, die letzten 10 Jahre bin ich beim Anwender bei der Hamburg Süd gewesen, auf der Anwenderseite und habe dort ein ja, Projekt, durfte bei einem Projekt mitmachen. Und in diesem Projekt ging es darum, ich habe hier so ein Schiff mal dargestellt, ein Containerschiff. Und vieles
viele Analogien gibt es bei diesem Containerschiff zu unserem Projekt. Einmal, jo, dieses Projekt ist ein Logistiksystem gewesen. Es ging um strategische, um ein strategisch logistisches oder logistisch strategisch Logistiksystem für die Hamburg Süd. Da ging es wirklich darum, integriert die Kernprozesse abzubilden über ein IT-System. Wir haben so ein riesen Dampfer gebaut, kann man sagen. Ja, wir haben 6 Jahre lang an diesem Dampfer gebaut. Es ist dann am Ende auch wirklich ein Dampfer geworden. Und es war ein guter Dampfer. Wir haben aber gesehen, von der Architektur war es eher ein Monolith. Und wir waren eben auch organisiert eher nach klassischer oder nach klassischer Arbeitsweise in dem Projekt. Und die ersten 6 Jahre war eben das Projekt und die zweiten 4 Jahre ging es dann darum, eben diesen Dampfer wirklich auf See zu entlassen und eben ja, seinen Dienst zu tun und die Container auszuliefern. Und Container haben in der IT ja auch eine Begrifflichkeit, das sind nämlich ja, Pakete, die man eben ausliefert an den Kunden. Ja? Wir haben gemerkt, wir bauen hier einen Dampfer und dieser Dampfer, naja, der ist halt sehr träge zu steuern. Ja? Und man muss dazu sagen, an diesem Dampfer haben 200 Leute gebaut und diese 200 Leute müssen auch irgendwie organisiert werden, müssen auch irgendwie wissen, ja, wo, wie habe ich dort Einfluss und Wirkungsweise. Und wir haben irgendwie schnell gemerkt, wir haben jetzt einen super Dampfer, der funktioniert auch super, aber der ist eben nicht so flexibel, wie uns das wünschen würden. Und deswegen haben wir uns gesagt, Dampfer ist schön, aber eigentlich bräuchten wir ein bisschen was Flexibleres. Ja? Das Problem war, in der Anfangszeit, dieser Dampfer ist halt alle zweimal im Jahr losgefahren. Ja? Die Container wurden schon alle vorher geplant und auf dem Weg dahin, das weiß man in der Softwareentwicklung auch, ändert sich halt der Inhalt des Containers oft. Und deswegen waren wir relativ unflexibel. Klar, wir haben am Ende dann natürlich mit hohem Aufwand Container rausnehmen müssen und wieder andere Container draufstellen müssen und konnten aber trotzdem nur zweimal im Jahr abfahren. Und das Ziel war eigentlich, dass wir flexibel sind und mehrfach und unabhängiger unsere Routen machen können, also unsere Kunden bedienen können. Und das war eben der zweite Schritt oder die Vision, die wir hatten, dass wir gesagt haben, okay, wie können wir aus diesem Container, ich habe jetzt kein vernünftiges Bild mit Schnellbooten gefunden, aber hier so ein LKW zeigt es auch, wie können wir flexibler werden. Ja? Also wie können wir aus dem Container Schnellboote machen, die eben unabhängiger voneinander arbeiten oder wie können wir eben ja, letztendlich hier flexibler werden und den Kunden schneller Mehrwert bieten. Das ist einmal dieses Bild, was wir dort hatten. Wir haben auch organisatorisch uns im Jahre 2016, also das sind eben genau diese 4 Jahre, die ich jetzt beschreibe oder wo das anfing, haben wir uns aufgrund einer Umstrukturierung damals eben ja, eher in eine klassische IT entwickelt, nämlich eine sogenannte Plan-Build-One-Organisation. Das ist eine Prozessorganisation. Ich stand damals vor der Herausforderung, ich konnte mich halt für einen dieser Stellen bewerben und ich habe gesagt, naja, das ist jetzt eigentlich nicht die Organisation, die ich denke, dass sie unsere Probleme lösen wird. Nichtsdestotrotz war dieses Schiff auch ein Stück weit mein Baby und ich wollte einfach weiter Teil dieser Reise sein und habe dann mich entschieden, eben eine Verantwortung dort zu übernehmen. Das war, wenn wir uns jetzt hier die Plan-Build-Run-Organisation anschauen, also Planung eben die Anforderungen anholen, dann Build eben die Software bauen und Run eben die Software betreiben. Dann habe ich eben die Softwarebau-Einheit, habe ich mich darauf beworben und habe sie dann auch übernehmen dürfen und habe dort dann aber von vornherein versucht, eben diese Themen, die wir ja die letzten 6 Jahre schon hatten und die wir schon kannten in dem Projekt, dass ich die letztendlich auch ja, in diese neue Organisation mitbekomme. Also die Themen, die uns dort ja, die ganze Zeit oder die Herausforderungen, die wir dort identifiziert haben, dass wir die in die neue Organisation mitbekommen. Was haben wir gemacht oder was war erstmal das Bild in unserem Kopf? Also wir haben eine Prozessorganisation, was wir glauben oder was wir glaubten, was wir brauchen, ist eine naja, Produktorganisation, also eine wertorientierte oder Wertschöpfung, entlang der Wertschöpfung. Das war natürlich eine Herausforderung. Ja? Also wir sind gerade dabei, uns in diese Plan-Build-Run-Organisation, die dort damals von einem externen Berater oder einem Beraterhaus
uns empfohlen wurde. Wir sind nun keine IT-Firma, von daher hat man da die externe Expertise dann auch erstmal vertraut. Und ja, wir waren quasi gerade dabei, dieses zu implementieren, aber eigentlich waren in vielen Köpfen, die eben schon bei diesem Schiff mitgearbeitet haben, naja, eigentlich brauchen wir was Flexibleres. Wie machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Nun, wir haben folgende Situation gehabt. Wir haben einmal ein Change gehabt, der stabsmäßig geplant war. Das war diese Plan Build Run. Da stand eben sehr genau, was jeder zu tun hat, welche Rolle er hat, etc. pp. So das Klassische, was man kennt. Und dann haben wir die andere Seite, wo wir sagen, naja, ja, wir können natürlich auch in diese Organisation gehen, aber in diese Denke, in dem Mindset, was wir eigentlich brauchen, da müssen wir auch nochmal in eine andere Richtung denken. Ja, wir müssen eben kundenorientiert denken. Was dort auch ein großes Learning war, das hat viele Menschen verwirrt. Ja, es gab, also man kann dieses Bild, was ich dort jetzt zeige, sehen. Ja, man hat da hinten irgendwo so ein Ziel, ja, aber die Sonne blendet ein, es ist so ein bisschen bewölkt, da, die Wellen sind hoch, da rechts sind so ein paar Steine oder Felsen. Man weiß eigentlich nicht genau, wohin. So, und es gibt Kollegen, die finden das cool, die sagen, komm mal, ich segel jetzt einfach los oder ich schwimme jetzt einfach los. Und es gibt andere, die sagen, pass auf, ich brauche jetzt erstmal einen Plan. Ich muss wissen, soll ich jetzt erstmal links, soll ich erstmal rechts, soll ich vorne, soll ich hinten. Und das sind die Themen, die wir dort hatten. Das waren auch die Herausforderungen. Ja. Ich kann mich noch sehr gut an ein Gespräch mit einem Kollegen erinnern, der eben Schwierigkeiten hatte. Und er sagte, ich kann jetzt nicht losschwimmen. Ich brauche mehr Rahmen, ich brauche mehr Führung letztendlich. Ne. Und andere waren halt da, die sagten, ja, komm, lass mich losgehen und wenn ich da eine Felswand habe, dann ja, schwimme ich dagegen und okay, dann schwimme ich drumherum und dann mache ich weiter. Das war eine Herausforderung, die wir hatten. Ich habe gesagt, wie kann man jetzt mit dieser Situation umgehen? Ich habe hier ein Bild, das Ziel. Das Ziel, ja, wenn man das jetzt erstmal sieht, das sagt auch überhaupt nichts aus. Natürlich, die Bilder, die wir damals genutzt haben, die waren schon ein bisschen aussagekräftiger, aber ich möchte an diesem Bild so ein bisschen erarbeiten, was wollen wir eigentlich anders machen und warum wollen wir das anders machen? Und das sind die Prinzipien dahinter, die wir nutzen. Also die Prinzipien, die wir mit reingeben. Wir sagen eben nicht, wie wir bestimmte Dinge machen, sondern wir sagen, welche Prinzipien wollen wir folgen und wie können wir die idealerweise umsetzen. Hier ist ein Beispiel, muss mal ein bisschen näher ran hier. Also es gibt die Prinzipien vom Agile Manifesto. Wir haben jetzt nichts Neues erfunden, sondern wir haben jetzt gesagt, wir nutzen das, was eben schon etabliert ist, versuchen nochmal zu schauen, ob wir da ein oder andere Prinzip für uns nochmal individuell mit einfließen lassen müssen. Ich habe jetzt hier so ein paar Mal rausgesucht und erkläre anhand dieser Prinzipien, ja, was meinen wir eigentlich jetzt damit? Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist eigentlich unser Ziel? Ja, was ist unsere Vision? Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvolle Software zufriedenzustellen. Also wir sehen jetzt auf der linken Seite, so waren wir organisiert. Wir waren eben nach Prozessen organisiert, also Plan, Build, Run. Wir hatten eben für diese Prozesse auch Prozessverantwortliche, also die Abteilungsleiter. Ich war einer von denen. Und eigentlich habe ich von Anfang an schon gesagt, mich braucht man zukünftig. Also ich arbeite eigentlich daran, dass es mir mich früher oder später nicht mehr braucht. Ja, das war quasi mein Ziel von Anfang an, zu sagen, ich bin jetzt in dieser Organisation, ich möchte dies auch mitmachen, aber ich möchte eben dazu hin, dass wir kundenorientiert denken. Und was müssen wir dafür alles tun? Also wir hatten eben eine Plan-Build-Run-Organisation, die Fokus auf Prozesse hatte, ja, also wo Prozesse eben die ja, Verantwortlichkeiten geleitet hat und für den Kunden, ja, der ja, Wert haben möchte, gab es immer verschiedene Ansprechpartner für die verschiedenen Prozessschritte. Ja. Wenn der Kunde eine Anforderung hatte, ging er eben zur Demand-Abteilung, hat mit denen gesprochen. Dann, wenn das umgesetzt wurde, ging er zur Bildabteilung, hat dann mit denen gesprochen und wenn es dann betrieben wurde, ging er zur Run-Abteilung und hat mit denen gesprochen. Es gab aber keinen Owner für dieses Produkt oder für dieses Feature, sondern es gab immer ganz verschiedene Ansprechpartner und das war für den Kunden, der, also unser User letztendlich oder unser Fachbereich, eben immer sehr schwierig und das war auch einer der größten Themen, die sie immer wieder als Problem identifiziert hatten. Wo wollen wir hin? Wir wollten sagen,
wie schaffen wir es, Fokus auf den Wert zu legen? Also eben weg von diesem prozessorientierten Denke, also ob wir nun so organisiert sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wie schaffen wir es, das Mindset dahin zu bringen, dass wir eben eher Richtung Wertorientierung denken? Also und für den Kunden eben als Vorteil, ich habe einen Ansprechpartner im ganzen Lifecycle. Ja? Also ich sage vorne hier, das ist die Idee, und hinten, wenn es dann in Betrieb geht, habe ich immer noch denselben Ansprechpartner und dasselbe Team, und ich kann mit denen reden, und man ist irgendwie so eine Einheit. Das war ein Prinzip. Das zweite Prinzip, heiße Anforderungsänderung, selbst spät in der Entwicklung willkommen, agile Prozesse nutzen, Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden. Was man natürlich schnell erlebt, wenn man eher in so einem prozessorientierten Organisation unterwegs ist, ist, und das ist auch total verständlich, jeder wird daran gemessen, wie sein Prozess funktioniert, sein Teilprozess. Ja? Und der muss halt gut funktionieren. Aber wenn alle Teilprozesse gut funktionieren, heißt es noch lange nicht, dass der Gesamtprozess gut funktioniert und dass ich Wert für den Kunden bringe. Ja? Ein Beispiel, und da gibt es sicherlich viele Beispiele, die man da erzählen kann, aber ein Beispiel war, dass wir jetzt, also wir hatten eben neben Planbuild One eben auch in der Projektphase, damals hatten wir eben uns auch noch nach Spezifikation, Entwicklung und Test organisiert, also eher auch die klassische Wasserfallorganisation. Und da war es halt so, dass die Entwickler eine Spezifikation bekommen haben, und die Spezifikation war eben so, dass man für die Entwickler aufwendiger war. Ja, wenn man die Spezifikation umschreiben würde, dann hätten die Entwickler eben viel weniger Aufwand gebraucht. Nur das Umschreiben dieser Spezifikation hat natürlich wieder Aufwand bei den Spezifikateuren verursacht. Die hatten aber kein Budget mehr oder keine Zeit mehr, weil eben schon wieder die nächste Spezifikation da war. Ja? Für das Gesamtkonstrukt wäre das wahrscheinlich sinnvoller gewesen, wenn man die Spezifikation umgeschrieben hätte. Oder, ja? Aber für die einzelne Einheit war es jetzt eben ein Problem. So, das heißt, wir haben uns immer nur auf die einzelnen Einheiten optimiert, aber eigentlich eine Gesamtoptimierung hat eben nicht so gut stattgefunden. Das war ein Thema beispielsweise. Ja, ich habe immer so Übergabepunkte, ne? Also so Quality Gates, ich übergebe, Handover. Ja? In einer Produktorganisation sollte ich eigentlich kein Handover haben, sondern ich sollte sagen, das ist mein Baby, und ich mache das von vorne, wo es geboren wird, bis eben, es frei laufen kann, werde ich eben dabei sein. Ja? Und das ist eben das Problem. Diese Handover haben natürlich auch dazu, dass eben eher ja, bürokratische Prozesse, bürokratische Regeln dort zwangsläufig entstehen, weil man sich natürlich auch ein Stück weit absichern will. Das ist total menschlich, aber das führt eben dazu. Und eben das ist ein Problem, was wir lösen wollen. Genau. Und wir hatten eben gesagt, ja, wir werden auch in einer Produktorganisation Abhängigkeiten haben, logischerweise, aber das sind eben ja, lose gekoppelte oder idealerweise lose gekoppelte Abhängigkeiten, und der Prozess als solches sollte Veränderungen ja, in sich tragen. Sollte sagen, ja, eine Veränderung ist gut, weil sich irgendwas, ich bin schlauer geworden oder irgendwo am Markt hat sich was geändert, etc. Und ich muss darauf eben vorbereitet sein. Also auch hier ein Mindset, ja, wo wollen wir hin? Fachexperten und Entwickler müssen während des Projekts täglich zusammenarbeiten. Genau, ich hatte es gerade ja schon so ein bisschen gesagt, vorher hatten wir so eher so funktionale Teams, und wo wollten wir hin? Wir wollten hin zu cross-funktionalen Teams. Ja? Also funktionale Teams tendieren eben eher so zur funktionalen Exzellenz, ja? Während cross-funktionale Teams eben wirklich schauen, das ist jetzt sehr schwarz und weiß logischerweise, aber es ist eben eine Tendenz da drin. Und cross-funktionale Teams schauen eben schon, okay, und haben möglicherweise auch dann eher noch einen Bezug zu dem, was am Ende wirklich als Gesamtes rauskommt und was den Kunden einen Mehrwert bringt. Das ist eben auch eine Überlegung dabei. Dann Einfachheit. Die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Das finde ich ein sehr schönes Prinzip. Was auch hier das Bild so ein Stück weit aussagt, ist, wenn ich so einen Prozess Organisation haben, brauche ich immer jemanden von extern, der letztendlich diese Prozesse optimiert, ja, weil es ja Übergabepunkte gibt, weil es Absprachen gibt. Es muss immer irgendwie so eine Einheit, eine übergeordnete Einheit sein, die sagen, so machen wir das jetzt. Klar, die könnten auch untereinander machen, aber es sind ja normalerweise eben so ein Gesamtprozess. Während das Ziel bei den Produktteams oder bei der wertorientierten Sichtweise ist, sich intern zu optimieren. Ja, und zwar wirklich sozusagen, es gibt nicht von extern jemanden, es gibt höchstens eben wirklich möglich, bestimmte Dinge, wie viel Wert schaffe ich, ja, also,
Aber wie ich mich jetzt genau, wie ich meine Arbeit organisiere, ja, und wie die Prozesse organisiert sind innerhalb meiner Gruppe, das sollte relativ intern passieren. Es gibt immer Prozesse oder Regeln der Zusammenarbeit, ja, die ein Stück weit extern definiert werden müssen. Aber wenn es um wirklich interne Arbeit geht, dann hat eigentlich nur das Team die besten Voraussetzungen, um zu sagen, okay, wie kann ich mich idealerweise so aufstellen, dass ich gut arbeiten kann. Das waren jetzt einige Prinzipien. Und wir haben wirklich mit so Bildern gearbeitet und haben mit Prinzipien gearbeitet. Wir haben natürlich auch Annahmen machen müssen. Also wenn wir uns dieses Schiff angucken, dann war es halt nicht so einfach, das mal so in Stücke zu schneiden, sondern wir haben dann gesagt, okay, was passt zusammen, was passt nicht zusammen, wo haben wir möglichst wenig Abhängigkeiten. Also da mussten wir Annahmen treffen. Und mit diesen Annahmen haben wir gearbeitet. Wenn sie falsch waren, haben wir sie korrigiert. Wenn es richtig war, wunderbar. Ich bin jetzt bis Februar dabei geblieben. Dann bin ich jetzt zu diesem, habe mich meiner neuen Herausforderung gewidmet. Anfang des Jahres gab es ein Change-Projekt in eine Produktorganisation, wo all diese Learnings letztendlich eingeflossen sind oder wo all diese Dinge, die wir dort eben vorbereitet haben, eingeflossen sind. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen mit einem Kollegen gesprochen und habe noch mal den Update abgeholt und das, was wir uns vorgestellt haben, welche Prinzipien wir letztendlich ja damit erreichen wollen, ist mit dieser neuen Produktorganisation eben recht gut abgedeckt. Also wir können sagen, es ist ein Erfolg. Die Organisation ist dabei, sich in Richtung Produktorganisation zu ändern. Sie wird noch viel lernen müssen, aber wir haben auch schon die letzten Jahre sehr viel gelernt, weil eben diese Prinzipien immer wieder in den Köpfen der Kollegen waren und darüber haben wir uns ausgetauscht und darüber haben wir versucht, letztendlich bessere Ergebnisse zu erzielen. Und jetzt haben wir natürlich eine Organisation. Eine Organisation macht nicht automatisch irgendetwas besser, aber hilft oder kann unterstützen, um bestimmte Prinzipien auch besser umzusetzen. Und das ist jetzt der Fall. Und was sind so die Learnings, die wir rausgeholt haben? Menschen machen Projekte, das war so ein Slogan von in der ersten Beratungsfirma, in der ich gearbeitet habe, S&M, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Menschen machen Projekte, Menschen machen Produkte. Also es geht wirklich viel um Menschen. Ja? Die muss man mitnehmen und in dem Fall waren Bilder und Prinzipien ein guter Anker, um zu sagen, okay, lass uns darüber reden, lass uns schauen, wo wollen wir hin und warum wollen wir da eigentlich hin? Ja? Was sind eigentlich unsere Ziele? Wie wir sie erreichen, ist erstmal steht auf dem zweiten Blatt und das erarbeiten wir gemeinsam. Dann haben wir das Thema der Change kam von innen, was auch wichtig ist. Dieser Change ist komplett von innen gekommen. Ja, da war keine externe Beraterfirma, die gesagt haben, so müsst ihr dann das machen, sondern das ist die Überzeugung des Teams gewesen und immer mehr hat sich das entwickelt. Die Freiheit, das Wie selbst zu gestalten, muss erlernt werden, auch etwas, was wichtig ist. Man denkt vielleicht, ja, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt, so ungefähr, das ist natürlich nicht so, aber es gibt schon Kollegen, die sich damit schwerer tun, es gibt Kollegen, die sich damit einfacher tun und alle müssen abgeholt werden. Ja? Das heißt, man muss so eine Balance finden zwischen Freiheit geben, aber auch Rahmen geben. Und das ist auch gar nicht so einfach, da muss man auch erstmal was finden, was da ein sinnvoller Mittelweg ist. Das Mitnehmen aller Beteiligten ist essentiell. Das ist vielleicht eins meiner großen Learnings. Ich habe mich sehr darauf konzentriert, das Team in dieses Mindset zu bekommen. Ich habe auch versucht, natürlich das Umfeld in diesem Mindset zu bekommen, aber es ist mir nicht so gut gelungen oder ich hätte es besser machen können. Es hat auch daran gelegen, dass ich vielleicht schon gedacht hatte, das Mindset wäre schon da in gewisser Weise oder müsste schon da sein, sagen wir es mal so, aber es war eben nicht da oder Anführungsstrichen. Das Mindset war vielleicht da, aber eben wir waren noch nicht genug gemeinsam ausgerichtet, sagen wir es mal so. Und das ist ein großes Learning, was ich mitgenommen habe, dass eben nicht nur natürlich die eigenen Teams drauf ausgerichtet werden müssen, sondern auch die Beteiligten, also die Umgebung letztendlich wissen muss, worum geht es hier eigentlich. Vertrauen ist die wichtigste Währung. Ich hatte ein schönes Beispiel, bei uns war es immer so, dass die Abteilungsleitung Budgetverantwortung war. Ich hatte gleich von Anfang an meinen Gruppenleiter Budgetverantwortung gegeben und hatte gesagt, pass auf, ihr kriegt das Budget, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Also ihr müsst natürlich euren Wert liefern. Und klar, wir schauen schon drauf, ne, dass das sich richtig entwickelt. Aber ihr könnt euer Team aufstellen, wie ihr wollt, etc. pp. Dieses Vertrauen hat
wirklich zu sehr positiven Effekten geführt, weil vorher war es halt so, dass die Kollegen ganz normal zu einem gekommen sind und gesagt, hier, ich brauche 5 super Entwickler und 2 Tester und die müssen natürlich alle hier aus Hamburg kommen, die sollen alle bei uns sitzen, etc. pp. Als sie das Budget hatten, haben sie plötzlich gesagt, okay, ich habe ja nur so viel Budget und ich muss jetzt das Beste daraus machen. Und was haben sie getan? Sie haben halt, sie haben sich auch über andere Lieferoptionen Gedanken gemacht. Also wir haben beispielsweise auch Nearshore, Farshore, etc. gemacht. Also wir haben eben uns aus unterschiedlichen Einheiten auch Liefereinheiten gehabt. Und dann gab es halt genau diese Überlegungen, die eben zu einem optimalen Ergebnis geführt haben. Und das war ein Vertrauen eben, dieses Budget zu geben und zu sagen, mach damit, was du willst. Also nicht mach damit, was du willst, sondern natürlich musst du Mehrwert schaffen. Aber du kannst selbst entscheiden, wie du dich dort aufstellst. Und das hat eben zum Erfolg geführt. Also Vertrauen ist dort auch sehr wichtig. Loslassen, auch eben ein Thema, was man da machen muss. Jeder Mitarbeiter und jedes Team muss Wertschätzung erfahren, eben auch ganz wichtig. Es gibt eben auch möglicherweise Teams, die in dieser neuen Organisation, in diesem neuen Mindset, in diesem neuen Prinzip vielleicht sich erstmal nicht so abgeholt fühlen. Und auch hier muss man eine Wertschätzung bestehen. Ja, Bilder, Prinzipien und Annahmen helfen bei Veränderungen. Ich möchte noch mal ganz kurz, ich schaue mal auf meine Uhr, einen kleinen Bogen spannen zu dem, was ich jetzt heute tue. Hier so ein Zitat, was ich ganz schön finde. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzusteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Also es geht nicht darum zu sagen, Leute, ihr tut das und das und das, sondern sagt denen, wo wollt ihr eigentlich hin? Wo wollen wir eigentlich hin? Ja, und dann tun die Leute das im Normalfall von sich aus, ja, weil sie einen Sinn haben, weil sie wissen, das ist unser Ziel. Und so ähnlich ist es bei meiner neuen Rolle, die ich als Finanzcoach habe. Ich bin eben kein Finanzberater, also zu mir kommt man nicht und sagt, hier, du kriegst Produkt A, Produkt B, Produkt C und das ist gut für dich, sondern es ist anders. Mein Ziel ist es, dass die Menschen die Entscheidung, die sie für ihre Finanzen jetzt in dem Fall treffen, dass sie dahinter stehen. Und das heißt, ich verkaufe nicht Produkte, sondern versuche zusammen mit dem Menschen diese Entscheidung herbeizuführen. Ja? Indem ich erstmal schaue, was ist eigentlich das Thema, also was ist das Problem, was gelöst werden soll, was sind mögliche Lösungen. Und das ist eben ein anderes Herangehen, als wenn man letztendlich sagt, okay, das ist das Paket, nimm es. Ja, weil man dann auch nicht dahinter steht. Ich mache mal ein kleines Experiment. Also, ein Spiel. Um einmal kurz zu verstehen, wie sowas aussehen könnte. Ja? Also sowas könnte beispielsweise etwas sein, wo man bestimmte Dinge, Prinzipien Menschen näher bringen kann. Also hier in dem Fall haben wir ein Spiel, das ist ein ganz normaler Münzwurf. Wir haben 2 Spieler, einer setzt auf Zahl, der andere setzt auf Wappen. Und den dritten Spieler lassen wir erstmal außen vor. Ja? Und wenn wir haben hier 10 Runden und jede Runde ist ein Einsatz von 1 Euro. Der Gewinner kriegt den Einsatz ausbezahlt, der Verlierer kriegt halt nichts in dem Fall. Dann haben wir hier noch einen Spieler 3, der versteht das System. Ja? Der schaut sich das System an und sagt, ich wette auf das System ich setze auf das System. Also ich verstehe das System und setze auf das System. Er macht Folgendes, der kennt sich ein bisschen mit Wahrscheinlichkeiten aus und weiß, über eine lange Strecke wird das sowieso 50-50 sein und wenn ich jetzt hier setzen muss, ich werde gezwungen dazu zu setzen sozusagen, dann setze ich halt 50% auf Zahl und 50% auf Wappen. Und ich werde auf jeden Fall meinen Einsatz wieder rauskriegen. So, jetzt gehen wir mal die Runden durch. Erste ist eine Zahl, das heißt, der Einsatz ist 1 Euro. Spieler 1 gewinnt 2 Euro in dem Fall. Und Spieler 2 hat einen Einsatz von 1 Euro, verliert alles. Und Spieler 1 hat einen Einsatz von 1 Euro und gewinnt 1 Euro. Ja, dann bei 2, oh, da läuft es schon für Spieler 1. Der hat jetzt schon 4 Euro im Säckel, während Spieler 2 mit 2 Euro Einsatz immer noch 0 hat. Spieler 3 läuft mit. Dann haben wir Wappen. Okay, da holt Spieler 2 jetzt ein Stück weit auf, nochmal Wappen, alles Gleichstand, wunderbar. Dann haben wir Spiel 5, da ist Spieler 1 wieder nach vorne gekommen, nochmal weiter nach vorne, jetzt kommt plötzlich Spieler 2 wieder. Viele Leute, die an der Börse sich zum Beispiel jetzt Kurse anschauen, die werden hier Muster erkennen. Ja?
Und die werden jetzt wahrscheinlich, oder viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, naja, da muss doch jetzt der Flatten kommen. Nee, es ist völlig zufällig, was jetzt kommt. Und das ist wirklich Zufall gewesen übrigens. Ich habe das wirklich mal zu Hause durchgespielt. Ich habe es genauso durchgespielt. Und es ist genau diese Serie gekommen. Also hier hat eben Spieler 1 wieder gewonnen. Auch Spieler 9 hat Spieler 1 gewonnen. Und am Ende ist es so, nach den 10 Spielen, dass Spieler 1 einen Einsatz von 10 Euro hatte, 12 Euro gewonnen hat, Spieler 2 hat einen Einsatz von 10 Euro, 8 Euro, also 2 Euro verloren und Spieler 3, naja, ist einfach so mitgelaufen. Hat 10 Euro eingesetzt, 10 Euro verloren. Hatte natürlich keinen Spaß dabei, ja, muss man auch sagen. Die anderen beiden hatten ein bisschen mehr Spaß dabei, weil die Spannung halt höher ist. Spieler 2 läuft halt, 3 läuft einfach so mit. Also ein recht langweiliges Spiel für Spieler 3. So, das ist so, wäre jetzt noch gar nicht so spektakulär, sage ich jetzt mal. Jetzt, wenn man sich jetzt mal die Börse anschaut, dann ist das eine Annahme, die man einfach als Grundannahme, wenn man an der Börse aktiv ist, langfristig steigen die Märkte. So, das lassen wir jetzt einfach mal als Grundannahme da. Da kann man langfristig sicherlich drüber diskutieren. Fakt ist, die letzten 120 Jahre sind die Börse immer gestiegen. Langfristig, ja, also nicht kurzfristig, aber langfristig gestiegen. Und wenn man sich jetzt wirklich die letzten 120 Jahre anschaut, dann kann man sagen, alle 10 Jahre hat sich nominal das Geld oder der Einsatz verdoppelt. Ja, wenn wir das hier auf dieses Spiel übertragen würden, dann hätte der Spieler 1 10 Euro eingesetzt und hätte 24 Euro gewonnen. Spieler 2 hätte 10 Euro eingesetzt, hätte 16 Euro gewonnen. Und Spieler 3 hätte 10 Euro eingesetzt und 20 Euro gewonnen. Das heißt, jeder Spieler hätte hier gewonnen. Das ist super. Und so ist es übrigens auch an der Börse. Das Problem an der Börse ist nur, es gibt Kosten. Und diese Kosten, das sind das Gefährliche, weil die nehmen nämlich wieder den Spielern, die aktiv spielen, also Spieler 1 und 2, eine ganze Menge ab. Aktives Spielen heißt, ich tue etwas, ich handle, ich habe irgendwie ein aktives Doing und dafür fallen Kosten an. Während Spieler 3 ja eher so ein Passiver ist, der sitzt da nur rum und schaut sich das System an und sagt, ich gucke mir das mal an. In dem Fall, wenn wir uns jetzt mal die Kosten anschauen, und ich habe jetzt mal so die Kosten, durchschnittliche Kosten von aktivem Handeln einfach hier mal angenommen, dann hat der Spieler 1 19 Euro gewonnen, Spieler 2 hat 13 Euro gewonnen, Spieler 3 hat 20 Euro gewonnen. Also man sieht schon hier, nach Kosten ist plötzlich Spieler 3, der passiv dabei ist, hat am meisten Ertrag. Und das geht noch weiter, das potenziert sich nämlich Kosten unterliegen dem Zinseszinseffekt. Und wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, wenn wir eben nicht 10 Spiele machen, sondern 50 Spiele machen, dann haben wir eben die Situation, dass der Spieler 1 nur noch 137 Euro hat, der Spieler 2 91 Euro, aber der Spieler 3 320 Euro. Also man sieht, würde ich die Frage stellen, okay, was würdet ihr entscheiden? Ja? Aber das ist eben eine offene Entscheidung. Gut, ich habe jetzt noch 2 Folien, über die gehe ich jetzt schnell drüber hier. Vielleicht noch eine Geschichte in meinem neuen Abschnitt möchte ich auch gerne ein Produkt erstellen und das soll letztendlich dann eben auf der grünen Wiese passieren. Man kann aber auch bei anderen, bei Themen, die in der eigenen Umgebung sind, mal überlegen, ob es nicht auch manchmal Sinn macht, auf einer grünen Wiese etwas zu erstellen. Das ist dann gut, wenn bestehende strategische Produkte mit wenig Abhängigkeiten dort sind oder wenn man ein komplett neues digitales Geschäftsmodell hat, dann macht es möglicherweise auch Sinn. So, dann vielen Dank erstmal und das war's von mir. Und ich freue mich auf Fragen.